das, was wir jetzt hier im Bezirk haben, das ist ein Anfang. Das wird nicht lange dauern und das wird viel mehr werden. Und das ist nicht jetzt, weil wir in Kreuzberg alle einladen, sondern das ist einfach ein weltpolitisches und europapolitisches Thema. Und besser, man beschäftigt sich jetzt damit lösungsorientiert, als dass uns das irgendwann mal komplett auf die Füße fällt. Kreuzberger Urgestein nennt Tainer Gärtner sich selbst. Und das trifft es gut. Seit bald 40 Jahren engagiert sie sich hier im Bezirk. Mit 15 hat sie ihr erstes Haus mitbesetzt und seitdem ist sie in unzähligen Initiativen aktiv. Sie sitzt auf Bitten der Grünen im Bezirksparlament und engagiert sich schon jahrelang bei Kotti und Co. gegen Mietwucher und Verdrängung. Im Sommer 2013 steht seit einem halben Jahr das Protestcamp der Geflüchteten auf dem Oranienplatz. Eines Nachts wird ein Afrikaner niedergestochen. Es folgen Streit, Tumulte, Polizei, Presse. Tainas Kiez ist in Aufruhr. Da habe ich eigentlich gar nicht so lange nachgedacht. Da habe ich gedacht, irgendwie, was kann ich tun, dass da nichts passiert, dass ich die Menschen schützen kann, dass ich da ein bisschen Frieden wieder in diese Situation bringe, und habe mich halt irgendwie entschlossen, ich ziehe da jetzt mal eine Weile hin. Ja, dass da im Grunde genommen jetzt 5 Jahre draus geworden sind, wo ich eigentlich nur noch Afrika um mich rum habe und Oranienplatz, das hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen. Seit 5 Jahren hilft Tainer den Geflüchteten. Bis zum Schluss hat sie als einzige Weiße im Camp geschlafen. Heute arbeitet sie vor allem daran, Geld zu besorgen für Anwälte, Reisekosten und vor allem ganz einfach schlafen und essen. Immer wieder gab es Konflikte und seit dem Ende der Besetzung hat die Solidarität extrem nachgelassen. Aber Tainer ist immer für ihre Jungs da und kämpft für sie. Ich möchte, dass sie endlich das bekommen, was sie von Anfang an gefordert haben. Und das war immer, sie haben nicht gesagt, ich möchte Sozialhilfe oder gib mir ein Haus oder eine Unterkunft. Sie haben immer gesagt, lass uns doch einfach arbeiten. Dann können wir für uns selber sorgen, dann können wir Steuern zahlen, dann können wir hier auch Teil eurer Gesellschaft werden und euch auch was zurückgeben. Das ist alles, was wir wollen. Ja? Und das möchte ich doch irgendwie noch erreichen. Das ganze Leben von Tainer Gärtner scheint aus Einsatz für andere, für die Gemeinschaft zu bestehen. Wenn man sie fragt, was sie antreibt, spricht sie von der Liebe, die sie dafür bekommt, von dem vielen Wissen über andere Kulturen und der Erweiterung ihres Horizonts. Und dann kommt ein ganz einfacher Satz. Ich liebe halt meinen Kreuzberg und ich möchte, dass es den Menschen hier gut geht, weil nur wenn es allen einigermaßen gut geht, kann es auch mir gut gehen und ich kann mich wohlfühlen.